Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Chaos auf Deponia. So, und ich muss ehrlich zugeben, es kam in letzter Zeit wirklich keine, nicht so oft Folgen, weil ich hatte irgendwie nicht so wirklich viel Zeit und so weiter, bla bla bla. Ja, und ich habe wirklich null Ahnung, wo wir dran waren. Ich glaube, wir hätten hier mit allen drei Goals gesprochen. Sieht so aus. Hatten wir schon mit allen hier gesprochen? Ich glaube schon. Gehen wir einfach mal raus. Also, soweit ich weiß, Goal Nummer 1, also Lady Goal, möchte ein romantisches Essen. Krawall Goal will uns einfach nur eine blutige Nase verpassen. Und Baby Goal möchte sich dem Widerstand anschließen. Alles klar. Ich würde sagen, schauen wir doch erstmal nach einem romantischen Essen für Lady Goal. Wo war... Ist hier kein Stadtplan? Oh, da waren wir noch nicht. Ach, der Marktplatz. Sprechen wir doch erstmal hier mit dem Apotheker. Hallo. Was verkaufst du hier? Was verkaufst du hier? Wonach sieht es denn aus? Ja. Nein, im Ernst. Wonach sieht es aus? Ich bin blind, weißt du? Ich sehe hauptsächlich bewusstseinsverändernde Substanzen, illegale Drogen und fragwürdige Medikamente. Puh, dann ist ja alles in Ordnung. Das hier ist mein Drugstore. Scheinbar. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne was kaufen. Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Ich hätte gerne einen +5 Heiltrank. Ich hätte gerne einen +5 Heiltrank. Die sind leider alle. Aber ich hätte etwas Gegengift im Angebot. Nee, lass mal. Dann spare ich lieber. Was ist denn in der Flasche da hinten? Was ist in der Flasche da hinten? Unverdünntes Ethanol mit Frostschutzmittel. Schmeckt eigentlich ganz okay. Ich habe das früher oft getrunken. Irgendwann habe ich die Flasche nicht mehr gefunden. Was ist gerade mit meiner Maus los? Hast du Beruhigungspillen? Hast du Beruhigungspillen? Ja, aber nur auf Rezept. Ja, ich hab hier ein Rezept. Das ist kein Rezept. Das ist ein abgerissener Knopf von deinem Mantel. Bist du dir da ganz sicher? Hör mal, ich mag blind sein, aber ich bin nicht blöd. Das kann man so oder so sehen. Ja. Alter, jetzt im Ernst, was ist mit meiner Maus gerade los? Ah, ich hoffe, das stört jetzt nicht so sehr die Aufnahme. Gibt's irgendetwas umsonst? Gibt's irgendwas umsonst? Nicht wirklich. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, wäre das Probeexemplar von diesem neuen Gewächs. Es enthält diverse, bewusstseinsverändernde Substanzen, die noch niemals an Menschen getestet wurden. Höchst gefährlich. Absolut illegal. Und die möglichen Nebenwirkungen sind genauso unaussprechlich wie unvorhersehbar. Aber es ist umsonst. Ja schon, aber... Na dann her damit. Nicht so schnell. Die Cucumis Agnizio gibt es nur im Austausch gegen einen Gratis-Coupon. Cucumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Der Wirkstoff liegt in ihrem Saft. Leider ist die Schale sehr hart. Harte Schale, gefährlicher Inhalt, unvorhersehbare Nebenwirkungen. Wie bei mir. Traurigerweise ja. Ja, okay, für mich dann erstmal gar nichts. Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Ich bin neu hier. Ich bin neu hier. Gibt's hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder so? Sehr lustig. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin blind. Nobody is perfect. Nobody but me. Du bist blind? Du bist blind. Wie kommt's? Sagen wir es einfach mal so. Es ist zu spät, sich anzugewöhnen, die Beipackzettel zu lesen. Okay, von hier aus hat man einen guten Überblick über den Marktplatz. Von hier aus hat man einen guten Überblick über den Marktplatz. Ah, das erklärt eine Menge der Geräusche, die ich in letzter Zeit so höre. Was gibt's denn zu hören? Irgendwelche Neuigkeiten oder Gerüchte? Ja, da muss ich dich wohl enttäuschen. Diese rhythmische Hintergrundmusik übertönt alles. Außer die gelegentlichen Jubelrufe aus Richtung der Arena. Warst du kürzlich in Bellevue? Warst du kürzlich in Bellevue? Lustig. Diese Musik ist mir auch schon aufgefallen. Diese Musik ist mir auch schon aufgefallen. Ich wünschte, man könnte sie einfach irgendwie ausschalten. Mir ist nämlich das Ohrwurmspray ausgegangen. Das war echt mal ein ordentliches Produkt, ein Ohrwurmspray. Warte mal, was ist denn das? Warte mal, was ist denn das? Haha.
Was hat es mit dieser Arena auf sich? Das wüsste ich auch gerne. Ich weiß nur, dass es eine kesselförmige Vertiefung in der Mitte des Marktplatzes ist. Dort findet irgendeine Art sportlicher Wettkampf statt. Soweit ich weiß, hat es mit Schnabeltieren zu tun. Und mit Wasser. Mit Wasser? Ja, zum Glück haben sie inzwischen ein Geländer um die Arena gebaut. Verschwinde. Ja. Okay, wir sehen uns. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Oh. Kann man hier noch was machen? Eine Rohrweiche? Okay, das wird bestimmt noch lustig. Und hier ein Müllcontainer. Abgelaufene Beruhigungspillen. Besser als nichts. Junge, Junge, der schleppt aber auch alles mit. Was haben wir hier noch? Fragezeichen, Docks Werkstatt, Fragezeichen in den Hafen, gehen wir erstmal hier lang. Ach, man kann über diese Schwarzmarktpenner sagen, was man will. Aber sie verstehen was von guter Musik. Okay. Es scheint sich um eine Schrottkrabbenkolonie zu handeln. Goldig. Was ist denn in der Kiste? Offenbar Rufus. Was haben wir hier? Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ist es wohl? Ist es nicht. Das geheime Klopfzeichen geht. Du Trottel, jetzt hast du mich verraten. Lass mich rein. Erst das Klopfzeichen. Na gut. Darf ich jetzt rein? Nein, warte. Ich habe mich vertan. Das war das alte Klopfzeichen. Was? Aber... Ich weiß. Eine Schande, dass wir es geändert haben. Ich konnte es mir viel besser merken. Trotzdem, wir benutzen jetzt das neue Klopfzeichen. Und wie geht das? Das ist geheim. Verdammt. Ach, Mann, ich war aber da rein. Oh, Mann. Gut, dann gehen wir mal da. Was soll das denn? Ein Gitter? Hey! Hallo! Was heißt denn hier Burr? Frechheit. Was ist das? Ich habe noch nie einen so hochnäsigen Türsensor gesehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und mir fällt jetzt schon wieder genau ein, was man da machen musste. Wir haben hier eine wundervolle Erdnussschale mit. Olivers Erdnüsse sind viel keimiger als Lonzos. Einige Bazillen haben sogar Farben, die ich noch nie gesehen habe. Sieht aus, als sei ich endlich in der Zivilisation angekommen. Eine wundervolle Erdnussschale mit Grippeviren. Na, mit Schnüffeln? So überlistet man einen Türsensor. Ohne Hake. Au. Au. Ich will die mitnehmen. Au. Ja, daneben nicht. Gehen wir mal auf die rechte Seite. Was haben wir hier? Ein Baum. So, was gibt es auf dem Pony? Hey, Finger weg von dem Baum. Okay. Was? Es waren nicht die Finger. Weil wir mit den Füßen gemacht haben. Siehst du? Hier, Füße. Zack. Oh oh. Komm schon. Das war lustig. Oh oh. Was ist passiert? Warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an, als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt? Ne, muss der Stress sein. Okay. Das war dann, glaube ich, wohl einer der letzten Bäume auf Deponia. Was wären wir denn hier?
Platzmatz der Gärtner. Freunde? Verdammt! Jetzt bin ich doch glatt wieder ohnmächtig geworden. Ich habe nicht mal mehr seine Antwort mitbekommen. Okay, dann können wir das Rechnen mit dem schon vergessen, gehe ich mal aus. Wer schaut denn da so grimmig drein? Aber natürlich, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Was? Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Bitte was? Ich frage jetzt gar nicht, gehen wir mal hier rein. Boah, was für ein Schuppen. Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Natürlich, aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Das letzte Mal zu meinem 8. Geburtstag. Damals hat mich mein Dad? Rufus? Was? Dad, du bist Captain Seagull. Ich... Die Schuhe, Rufus. Oh. Entschuldigung, Sir. Was? Wow, Dad! Das ist echt voll die geile Hammer-Location. Und ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt. Fußabtreter? Ja, er hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh, hör mal, Rufus. Ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt. Und dann geh wieder spielen, okay? Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ja, aber natürlich freue ich mich. Ich hab nur gerade viel zu tun. Wenn du artig bist und deinem alten Mann seine Arbeit machen lässt, dann können wir ja später noch Möwen füttern gehen. Möwen füttern? Na hör mal, ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich mich erst später um dich kümmere, okay? Später, später. Das sagst du immer. Ich dachte, du seist auf Elysium. Ich dachte, du seist auf Elysium. Elysium? Ja. Elysium halt. Du hast mich verlassen, um nach Elysium zu gehen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Ach so, ja. Ja, und wie ich mich erinnere. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wo doch jeder weiß, dass es unmöglich ist, von Deponia zu entkommen. Ich war schon ein verrückter Hund damals. Ich wollte nach den Sternen greifen. Heute weiß ich, dass es sich nicht lohnt, irgendwelchen Verrücktheiten hinterherzujagen. Wenn du erst einmal so alt bist wie dein Vater, wirst du das sicher auch verstehen. Das kannst du voll knicken. Ich werde niemals so alt werden wie du, Versager. Du hast deinen Namen geändert? Du hast deinen Namen geändert? Es hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Erzähl bitte trotzdem nicht überall rum, dass du mein Sohn bist, okay? Der beste Vater aller Zeiten. Wie redest du denn mit mir? Wie redest du denn mit mir? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin kein Kind mehr. Ach, du bist jetzt erwachsen. Ja, also richtig mit Haus und geregeltem Einkommen? Ja, also nicht. Ich bin Bastler. Ich hatte sogar eine richtige Werkstatt in Kuwak. Du meinst doch nicht etwa die Spielzeugwerkbank, die ich dir als Kind geschenkt habe. Ich bin immer noch erwachsener als wie du. So, bäh. Oh Gott, Alter. Willst du denn gar nicht wissen, was ich in der Zeit alles erlebt habe? Willst du denn gar nicht wissen, was ich in der ganzen Zeit so alles erlebt habe? Hast du etwa schon wieder irgendwelches Chaos angerichtet? Was ist es denn diesmal? Hast du etwas in Brand gesteckt? Irgendwas gestohlen? Fremdes Eigentum zerstört? Boah, das muss man im Kontext sehen. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Und was treibst du denn hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt? Der Organon ist weit weg. Und wenn hier irgendetwas explodiert, dann wahrscheinlich deinetwegen. Du verstehst das nicht. Ach nein. Wann hat der Organon denn bitteschön jemals etwas in die Luft gesprengt? Ja, bis jetzt vielleicht noch nicht, aber... Und wie viele Explosionen hast du diesen Monat schon verursacht? So still plötzlich. Ich zähle noch. Oh Gott. Ich muss mich um meine elysianische Freundin kümmern. Natürlich musst du das. Wie hieß sie gleich? Babsi Boo? Nicht Babsi Boo. Eine echte Elysianerin. Ihr Name ist Goal. Moment mal. Ist das dein Ernst? Erstaunst du was? Du lernst eine Elysianerin kennen und bringst sie hierher? Hab ich dir denn gar nichts beigebracht? Nein, du warst super. Du hast sie doch nicht etwa allein gelassen.
oder? Keine Panik. Sie ist gut aufgehoben. Sie sitzt unten in Gullivers Hafenspelunke. Okay. Ich habe scheinbar versäumt, dir ein paar wichtige Sachen beizubringen. Och, Dad. Muss das sein? Ich weiß Bescheid über die Bienen und die Blumen. Naja, ich habe ein paar Defizite bei dieser ganzen Pollen. Aber im Wabenbauen bin ich ein echter Pro, wenn du weißt, was ich meine. Zum Glück nicht. Aber das war eh nicht das Thema. Worauf ich hinaus wollte, war, dass du offenbar nie gelernt hast, wie man eine Lady behandelt. Hast du sie denn schon zum Essen eingeladen? Es gab da eine Schale mit Erdnüssen. Ich meine ein Date, Rufus. Ein romantisches Date. Das einzige Restaurant, das in Frage käme, wäre Chez Schlumpy. Da gibt es zumindest einen exklusiven Ausblick. Leider stehen da nur Schnabeltiergerichte auf der Karte. Was ist denn so verkehrt an Schnabeltier? Es ist ordinär. Es lebt im Treibgut und ernährt sich von Essensresten. Es könnte das Wappentier von Deponia sein. Nein, Schnabeltiergerichte würden sie nur daran erinnern, dass sie sich in der Provinz befindet. Du musst dafür sorgen, dass Schnabeltiere ganz von Schlumpis Karte verschwinden. Schaffst du das? Ein Klacks für einen Romantiker wie mich. Wenn du soweit bist, kannst du auf meinen Namen einen Tisch reservieren. Aber erst dann, verstehst du? Okay, das klingt doch nicht übel. Was genau arbeitest du denn da? Ich muss Anweisungen an meine Bediensteten schreiben. Und das soll wichtiger sein, als sich mit seinem Sohn zu unterhalten. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Ach, und jetzt kommt es plötzlich auf jede Sekunde an? Ich trage Verantwortung für dieses Haus und seine Bediensteten. Ich habe auch verantwortungsvolle Dinge zu tun. Ich muss die Welt retten. Und warum lungerst du dann hier noch rum? Muss ich denn immer noch hinter dir stehen, damit du deine Aufgaben erfüllst? Der beste Vater aller Zeiten. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei Achtjährigen. Alter. Jetzt im Ernst. Ich glaube, Rufus ist... Okay, ich glaube, Rufus würde ihm sogar noch alles abkaufen, aber ganz ehrlich, bester Vater der Welt. Na gut, gehen wir doch erstmal in dieses Schischlumpi, wo... Oh. Hier können wir noch rein. Eine sehr spartanische Behausung. Muss man sagen. Quain der Dichter. Klopf, klopf. Was bist du denn für einer? Man nennt mich Rufus. Man nennt mich Rufus. Ich heiße Crane. Aber alle hier nennen mich nur den Dichter. Wer nennt dich so? Ich höre das zum ersten Mal. Wahrscheinlich verkehrst du in den falschen Kreisen. Wenn du damit die Kreise außerhalb deines Egos meinst, dann ja. Die meine ich. Deine Wohnung kommt mir sehr spartanisch vor. Ich habe alles, was ich brauche. Außer einem Innenausstatter. Kennst du Captain Seagull? Du meinst den Idioten, der in der Villa über mir wohnt? Hör auf mit dem. Pass auf, was du sagst. Seagull ist mein Vater. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber du musst zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Alles materieller Schnickschnack. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Entschuldigung, da muss ich mal ganz kurz was trinken. Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Seagull braucht? So ist es. Merken wir uns mal vor. Kann ich mir ein paar von deinen Sachen ausborgen? Nein. Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Der Organon plant, Deponia zu sprengen. Ha! Typisch. Die da oben machen doch, was sie wollen. Hast du mir zugehört? Sie wollen Deponia sprengen. Niemand wird das überleben. Willst du nicht irgendwas dagegen unternehmen? Aber doch. Ich werde ein zynisches Gedicht schreiben. Ich nenne es... Sie halten sich für etwas Besseres. Und dieses Gedicht soll dann die Massen zum Widerstand aufwiegeln? Aber nicht doch. Die Massen sind viel zu blöd für meine intellektuellen Höhenflüge.
Mach's gut. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Ja, das ist ein wundervolles Gespräch. Dann gehen wir doch jetzt mal hier entlang. Und was dann hier so alles ist, würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.